Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Frastanz Aktuell. Ich bin Ulrike Theuerl und begrüße Sie zur heutigen Sendung. Freuen Sie sich auf interessante Beiträge aus unserer Marktgemeinde sowie aktuelle Ausblicke auf kommende Termine. Zum Start des neuen Programms der Fraschner Bühne haben wir uns das neue Stück im Adalbert-Welte-Saal angeschaut. Opa lässt es krachen ist ein weiteres humorvolles Highlight im Repertoire des Traditionsvereins. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei gsi. Schöne Lieder, ja auch ein Jodler drauf. Wenn alle mit uns tanzen, ja da geht's lustig aus. Der Herr Bürgermeister. Wer sind jetzt Sie? Und wo kommt die her? Aus dem Schlafzimmer. Ja, herzlich willkommen bei der Fraschner Bühne. Ich bin Marti Alfons, seit von der Gründung der Theatergruppe eigentlich dabei, mittlerweile 39 Jahre, und wir spielen immer wieder Lustspiele und haben damit eine große Gaude. Seien das bei der Probe oder bei der Aufführung, und das macht einfach allen Spaß. Und solange es Spaß macht, macht es auch den Leuten auch Spaß. Und man sieht es auch an den Besuchern, an den Kommentaren, die sich hinten auch abgehen. Wir haben jetzt gerade gestern Abend eine erfolgreiche Premiere gehabt, mit einem neuen Stückchen da. Opa lässt es krachen und ist wieder ein super Stückchen, wo alle Überraschungen etwas davon haben. Und dabei tun wir immer noch etwas Gutes für andere auch noch. Wir schauen, dass es anderen auch noch gut geht. Wir haben gerade zum Beispiel das letzte Jahr haben wir dürfen einen Buggy kaufen für ein behindertes Kind. Und der hat 4.000 Euro gekostet, also kostet hat er 5. Und bei 4.000 haben wir mit eurer Spende, was ihr uns gegeben habt, haben wir zusammengebracht. Und dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken und hoffen, dass weiterhin so fleißig gespendet wird, und dann kommen wir auch da immer unsere Beiträge dazu beigehen und der Betrag immer aufgerundet, und so schauen wir auch hier wieder, dass wir wieder etwas zusammenbringen, dass man wieder etwas Gutes erfüllen kann. 15, 19, 28, 24, 19, 19, 28. Die Angaben Ein junger, alter Besucher. Das 40. Mal bin ich schon hier. Aber es ist immer eine Motz-Gaude, das mitzuleben. Wie schön die spielen. Ich kenne die Spieler schon persönlich selber alle. Und es ist wunderschön. Passt. Und weil er die 200 Meter bis zu dem Haus noch laufen können, hätte er für sie noch übernachtet.
Der Radiosender Antenne Vorarlberg kürt regelmäßig gemeinsam mit seinen Hörern die besten Geschäfte in Vorarlberg. Kürzlich wurden die Top 10 der besten Kosmetikstudios gekürt. Dabei sicherte sich Kosmetikerin Bettina Reisch mit ihren Geschäften in Frastanz und Dornbirn den sensationellen zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch! Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Am Freitag, dem 16. März, wird im Domino wieder zur beliebten Serie Kino vor Ort eingeladen. Die Kommune ist ein dänisches Filmdrama des Regisseurs Thomas Winterberg. Einlass ist um 19.30 Uhr. Karten sind im Bürgerservice im Rathaus oder an der Abendkasse im Haus Domino am Kirchplatz erhältlich. Auch heuer pilgern wieder viele Frastanzer mit Pilgerbegleiterin Maria-Luise Decker auf Ostern zu. Termin ist wie immer in der Karwoche am Dienstag, dem 27. März. Anmeldungen sind bis 20. März im Domino möglich. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Der Frastner Treff ist in der Zwischenzeit ein beliebter Treffpunkt für Eltern, um sich auszutauschen, aber auch um wertvolle Tipps aus den regelmäßig stattfindenden Vorträgen rund um das Thema Kind mitzunehmen. Wir waren kürzlich bei einem solchen Vortrag mit dabei. Hier einige Ausschnitte. Wir sind da beim Fraschner-Treff im Sozialzentrum. Das bieten wir einmal im Monat an, immer am ersten Mittwoch im Monat, 14.30 Uhr und zu verschiedenen Themen. Die folgenden Themen sind zum Beispiel Strömen oder Zwergensprache. Hallo, mein Name ist Manuela Lang. Ich freue mich heute im Fraschner-Treff einen Vortrag geben zu dürfen über das Thema Tipps und Tricks im Alltag mit Kindern. Ich bin selber Mama von zwei Kindern, 17 und 13 Jahre, bin aus Luschnau, leite drei Kinderkrippen in Luschnau und ja, und das Thema ist ein ganz wichtiges, ganz spannendes. Ich bringe aber nichts Neues insofern, ich möchte einfach nur auf gewisse Punkte aufmerksam machen, die wir vielleicht unbeabsichtigt im Alltag mit Kindern, wo sie eventuell Fehler unter Anführungszeichen einschleichen. Und auf was man achten kann, damit dieser Alltag mit Kindern einfach leichter funktioniert. Und das beinhaltet einfach der heutige Vortrag und ich wünsche euch viel Freude dabei. Es gibt unzählige Erziehungsformen mittlerweile, oder? Wenn man so die letzten Jahrzehnte zurückschaut, gab es so die autoritäre Erziehung. Das ist so diese Erziehung, solange du deine Füße unter meinen Tisch hast, tust du das, was ich sage. Dann war so eine Zeit lang die anti-autoritäre Erziehung, die jetzt auch so wieder kläle aufkommt. Und wir haben die als dritter großer Punkt, so die demokratische Erziehung, die ist, was heute so ein großes Thema ist. Ich bringe euch heute keine neue Erziehungsform, weil mein Ansatz derjenige ist, dass jede Familie ihre Erziehungsform, ihren Erziehungsstil finden muss. Und auch findet, ja, das kommt immer ganz auf die Familie drauf an. Es gibt nicht diesen einen richtigen Erziehungsstil. Ich kann aus mehreren Erziehungsstilen was rausnehmen. Ich kann auch einen einzigen verfolgen. Ich muss es nur mit gewissen Hintergrundinformationen tun, damit ich mit Kindern gut durch den Alltag komme. Die erste Falle wäre, die Mama sagt zum Kind, Ma, bitte räum jetzt den Zimmer auf. Oder auch gern, Ma, räum jetzt bitte den Zimmer auf, als Frage auch zu stellen. Das Kind sagt entweder ja später oder gleich oder in ganz seltenen Fällen oder nur im Kopf sagt es vielleicht nein. Ja. Irgendwann später sagt dann die Mama, jetzt räum den Zimmer auf. Und das Kind wieder so, ja, später, gleich oder so. Und irgendwann reißt der Mama die Hutschen und dann sagt, jetzt räumst du aber den Zimmer auf. Und plötzlich funktioniert es.
Was meint ihr? Warum funktioniert das plötzlich? Oder was hat das Kind gelernt? Und das Kind lernt daraus, okay, solange die Mama redet, muss ich nicht. Ich muss erst dann, wenn die Mama schreit. Was nicht heißt, dass er gleich schreien soll. Ja? Das schauen wir uns dann anders an. Aber das ist eine Falle. Die Problematik an diesem ist, je öfter die auftreten, umso eher verfestigt sich das bei den Kindern und umso mehr werden sie das probieren. Die zweiten Punkte sind, die so Fallen sein können, sind die zufälligen Belohnungen von unerwünschten Verhalten. Und die schreibt wirklich, deswegen steht das auch so klar da, es ist eine zufällige Belohnung. Also ich unterstelle jedem Elternteil, dass er das nicht absichtlich macht, sondern einfach ganz unbewusst macht, dass er unerwünschtes Verhalten belohnt. Das kann einerseits sein, weil oder bevor das Kind lästig wird, tut man ihm irgendwas zur Ablenkung geben. Das kann aber auch sein in Bezug auf Aufmerksamkeit. Bestes Beispiel, die Kinder riechen das. Die Kinder sind zum Beispiel fein am Spielen und ich weiß, ich muss ein dringendes Telefonat führen. Und dann denke ich mir, ja, jetzt geht das, oder? Und habe kaum den Hörer in der Hand und habe wahrscheinlich schon jemanden dran, riechen das die Kinder und sind schon da. Und dann geht's Mama, Mama, und ich gebe ihnen Aufmerksamkeit, oder? Ja, ja, später, ja, ja, ja. Und was merkt das Kind? Ah, die Mama hat Zeit für mich, die Mama redet mit mir, das passt. Ja? Also es muss nicht unbedingt eine negative Aufmerksamkeit sein. Es kann natürlich auch Schimpfen sein. Auch das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Kinder gewisse Sachen immer wieder tun, nur dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Dann der nächste Punkt wäre der ungünstige Gebrauch von Strafe. Und ungünstig ist hier unter Anführungszeichen geschrieben, ich bin generell kein Fan von Strafen, aber wenn man schon mit Strafen arbeitet, dann sollten solche Strafen auf keinen Fall vorkommen. Das wäre einerseits die inkonsequente Strafe, das ist die Art und Weise, ein Kind macht zum Beispiel irgendetwas und ich reagiere recht cool darauf. Und in irgendeinem anderen Moment macht es genau das Gleiche und ich flippe voll aus. Also so in meinem Verhalten eine Inkonsequenz drinnen zu haben, die für das Kind nicht nachvollziehbar ist und wo das Kind dann nicht weiß, wo ist es dran. Der zweite Punkt wäre das Androhen von Strafe. Das verstehen sehr viele Menschen unter Konsequenz. Das ist nur das falsche Verständnis von Konsequenz. Das ist zum Beispiel, wenn ich irgendwo in einem Einkaufszentrum bin, da lebt man es gern, oder auf den Spielplätzen. Das Kind verhält sich nicht so, wie wir das gerne wünschen. Zum Beispiel am Spielplatz, es tut den anderen lästig oder nimmt den anderen immer was weg. Und man ist selber dort mit einer Freundin und hat es fein und ist am Schwätzer. Und dann tut das Kind eben etwas und dann sage ich zum Kind, wenn du jetzt nochmal durch, dann gehen wir heim. Und das ganz Gelungene ist, eine Viertelstunde später oder eine halbe Stunde später macht das Kind noch immer das Gleiche und die Mama ist trotzdem noch da. Also wenn mir sowas über die Lippen kommt, als Strafe quasi, Androhung von Strafe, dann muss ich das auch durchsetzen. Und in Wut erteilte Strafe und Strafe als letzte Konsequenz geht eigentlich einher. In Wut erteilte Strafe, das ist das, wenn wir einfach auf 180 sind und einfach eine Strafe rauslassen, die quasi überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Das sind solche Strafen von früher, wie das Kind hat irgendwie was kaputt gemacht und dann heißt es so eine Woche Fernsehverbot. Ja? So diese ganz, ganz überhaupt nicht miteinander zusammenhängenden Strafen. Bitte das, was ich sage, es heißt nicht, weil ich da vorne stand, ist das Gelbe vom Ei. Also mein Wunsch ist so, wie ich auch schon gesagt habe, wie jede Familie ihren eigenen Erziehungsstil hat, nehmt euch bitte nur das raus, wo für euch passt. Jetzt kommen wir schon in diese Richtung, dass man sagen, okay, was können wir denn dann stattdessen da? Ja? Das wäre einmal die Art und Weise unserer Kommunikation mit Kindern. Da haben Männer einen großen Vorteil, weil Männer sehr direkt kommunizieren. Gleich wie unsere Kinder und wir Frauen gerne sehr ausschweifend kommunizieren oder sehr unklar kommunizieren. Wir sagen ganz oft zu unseren Kindern, wirf die Spielsachen nicht herum, greif das Glas nicht an, tu deiner Schwester nicht weh, lauf nicht weg. Was fällt euch bei diesen Sätzen auf? Also dieses Nicht ist psychologisch einfach so, das hören Kinder nicht, wie du richtig sagst. Das heißt, wenn ich solche Sätze verwende, dann hören die, wirf die Spielsachen herum. Greif das Glas an, tu deiner Schwester weh, lauf weg.
Das hören Sie. Warum ist es so? Weil von der Entwicklungspsychologie her, von der Sprachentwicklung, ist es in jeder Sprache gleich. Die Sprache entwickelt sich über Bilder. Das heißt, ein Kind weiß nicht, dass ein Apfel ist, wenn ich zu ihm nur sage, du, alles was rund ist und rot ist, eine rote Schale hat und ein Stängel, ist ein Apfel. Und eventuell ist es gelb und grün auch noch. Ja? Sondern ein Kind muss einen Apfel mal gesehen haben, in einem Buch drinnen, im Laden oder in der Hand gehalten haben, vom Baum gepflückt haben, auch dran gekostet haben. So, das ist dieses Wahrnehmen mit allen Sinnen, dieses ganzheitliche Lernen bei Kindern. Nur so kann sich der Begriff Apfel im Hirn einprägen, im Sprachzentrum auch. Und für nicht gibt es kein Wort insofern. Wir sagen unseren Kindern immer nur, was sie nicht tun sollen. Wir sagen mit keinem Wort, was wir von ihnen erwarten, dass sie tun. Und deswegen ist der nächste Punkt eben, wir müssen uns überlegen, dass wir in unserem Sprachgebrauch mit unseren Kindern so sind, dass wir ihnen sagen, was sie machen sollen oder dürfen. Das heißt, bevor uns oder wenn uns ein Satz mit einem Nicht im Kopf rumspukt, den wir jetzt aussprechen wollten, müssten wir uns die Frage stellen, okay, das Kind soll nicht mit den Spielsachen rumwerfen, was soll es stattdessen tun? Also ich bringe euch ein Beispiel, ein zweijähriger Bub sitzt am Boden mit einem schweren Holzauto und spielt mit dem Auto, fährt mit dem Auto auf dem Boden. Auf dem nigelnagelneu verlegten Parkett, schweineteuer. So, und plötzlich fängt er an, das zu werfen. Das Erste, was man automatisch sagen würde, ist, na, nicht werfen, da geht der Boden kaputt. Ja? Wir müssen uns aber überlegen, okay, was soll er stattdessen tun, statt dem Werfen? Du darfst mit dem Auto am Boden fahren oder du darfst mit dem Auto am Teppich fahren oder schau, da hast du eine Garage, da darfst du mit dem Auto fahren. Ich habe da jetzt eine Alternative drinnen, das heißt nicht, dass es falsch ist, also natürlich sage ich, du darfst mit dem Auto am Boden fahren. Das habe ich nur drinnen, diesen nimm bitte einen Ball zum Werfen, weil es ein Unterschied ist oder weil ich einen Unterschied machen muss, in welchem Entwicklungsstadium das Kind sich befindet. Und da muss ich Alternative bieten. Deswegen steht da jetzt nur die Alternative, aber natürlich würde ich sagen, zum Beispiel fahren mit dem Auto auf dem Boden. Es sind nur Kleinigkeiten, gell? Aber in unserem Sprachgebrauch ist dieses nicht wahnsinnig präsent. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, sind drei Schritte, die wir eventuell auch anwenden können, wenn es wirklich gröbere, wenn es einfach Herausforderungen gibt, wo man jetzt nicht genau weiß, wie man das angeht. Das ist erstens, wir gehen in die Methode rein, direktes Ansprechen und aufgrund dieser Methode habt ihr auch das Handout, damit ihr das nachvollziehen könnt. Der zweite Punkt wird dann sein, Anweisungen geben, auch da haben wir wieder dieses Potenzial, tun sich die Väter oft leichter als wir Mütter. Und als dritten Punkt habe ich noch die Konsequenzen drinnen, wie sie wirklich richtig verstanden werden. Das direkte Ansprechen ist eine Methode. Und wenn ihr das anwenden wollt, dann ist es wichtig, diese Methode genau so anzuwenden und nicht auszulassen und auch über einen bestimmten Zeitraum. Wann verwende ich diese Methode? Diese Methode kann ich zweierlei verwenden. Erstens bei Kindern, die dieses Verhalten, das ich fördern möchte, noch nicht erlernt haben oder lernen durften, weil sie einfach noch recht klein sind. Aber bitte frühestens ab 2 Jahren, ja, vor 2 Jahren braucht es keine Instruktionen in diese Richtung. Oder auch bei älteren Kindern, die das sehr wohl verstehen, wissen, um was es geht, aber sich ein bisschen schwer tun, das Ganze umzusetzen. Also angenommen, euer 4-jähriges Mädel oder euer 4-jähriger Bub kommt nach Hause vom Kindergarten und ist es gewohnt, dass er heimkommt und die Jacke am Boden fallen lässt oder die Schuhe da umschüttet, oder? Und schon weg ist. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr erst einmal alle eure Tätigkeiten zur Ruhe legt. Und dann müsst ihr vorgehen in die Garderobe. Es bringt nichts, von der Küche in die Garderobe zu rufen. Ich muss im direkten Kontakt sein mit dem Kind. Und dann gehe ich hin und wir haben als ersten Punkt gehabt, das Kind mit Namen ansprechen und die Reaktion abwarten. Das heißt, ich sage, in dem Fall ist es die Sophia, und warte 10 Sekunden. Und ich garantiere euch, es dauert keine 10 Sekunden, dreht sich das Kind um und schaut euch an. Und sobald sich das Kind umdreht und euch anschaut, könnt ihr weiterreden. Und der zweite Punkt war, die Sachlage zu erklären und mein persönliches Problem. Die Sachlage wäre hier, deine Jacke liegt auf dem Boden. Und der zweite Punkt, mein persönliches Problem, das kann bei jedem von euch was anderes sein. Bei mir wäre es jetzt, mal da könnte jemand draufsteigen, die könnte dreckig werden. Der dritte Punkt ist, ich frage rück und warte auf eine Antwort.
Wohin gehört die Jacke? In der Hoffnung, dass es das Kind weiß. Und das Kind wird euch die Antwort geben, wenn es es weiß. Ja? Auch wenn es vielleicht nicht so friedvoll sagt. Dann kommt diese Bestätigung oder die Korrektur. Genau, sie gehört auf die Garderobe. Und die Durchführung, dass wir die uns erwarten. Und das funktioniert über eine Anweisung. Und am Schluss das Lob. Und das Lob muss altersgemäß sein. Das hört sich jetzt recht viel an, oder? So quasi, pff, was will die von uns? Das ist eine Sache von nicht einmal 30 Sekunden. Aber ich möchte wirklich bitten, wenn ihr versucht, diese Methode anzuwenden, versucht sie konstant anzuwenden. Machen sollte man diese Methode über einen Zeitraum, ich gebe immer einen langen Zeitraum an, damit nicht einer schon Panik kriegt, wenn er dann gegen Ende des Zeitraums kommt. Es funktioniert, die Methode funktioniert dann wirklich, wenn ich die Methode zu jeglichem Zeitpunkt mache, wenn das passiert. Also blöd ist, wenn das Kind halt 18 Mal am Tag ein- und ausgeht und diese Jacke 18 Mal dahin hinwirft. Auf der anderen Seite super, weil dann dauert es wahrscheinlich nur 2 oder 3 Tage, bis das erledigt ist. Sonst empfehle ich diese Methode 7 bis maximal 10 Tage anzuwenden. Mehr wird es nicht brauchen. Im Normalfall ist es so, dass es nach 3 bis 5 Tagen erledigt ist und dann kann ich das auch wieder sein lassen. Bitte das jetzt brisanteste Thema hernehmen und mittels dieser Methode, sofern ihr es anwenden wollt, machen und nicht dieses Thema und dieses Thema und dieses Thema, sondern macht's mal eines, diese 10 Tage, geht sicher nicht mehr und dann lasst mal 2 Monate eine Ruhe und dann geht es das nächste Thema an. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bin jetzt noch gerne, weil vorher waren nicht so viele Fragen, aber vielleicht sind welche aufgekommen, wäre jetzt noch gerne bereit für Fragen. Sofern ihr habt das Handout, probiert es aus, was euch anmacht.